Was Sie hier hören, entspringt nicht diesem Dudelsack. Dabei ist er rein optisch der Schlager. Gibt er denn Ton von sich? Nur selten. Nur selten. Der Sack lässt sich aufblasen, das schon, ja. Und leert sich dann wieder. Aber ich habe noch keinen vernünftigen Ton entlockt. Ich hatte das auch mal in meinem Musikunterricht dabei. Zum Thema Blasinstrumente, das war natürlich schon die Show. Grüß Gott. Grüß Gott. Da haben Sie uns aber was Grüß ganz Gott. Besonderes mitgebracht. Kommt das aus dem schottischen Hochland oder wie ist das zu Ihnen geraten? Ja, das Instrument hat eine kleine Geschichte. Mhm. Vor etwa 100 Jahren, also in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, kamen einige italienische Straßenmusikanten nach Markt Oberdorf hier im Allgäu. Drei junge Männer aus Markt Oberdorf, alle Mitglieder der örtlichen Musikkapelle, darunter auch mein Vater, waren da und nahmen auch den Kontakt zu diesen Musikanten auf. Mhm. Jedenfalls erfuhren diese drei, dass die italienischen Musikanten in großer Geldnot waren und gezwungen waren, die Zampagna, wie sie ja offiziell heißt, zu verkaufen, um dann weiterzuziehen. Mhm. Sie wurden relativ schnell handelseinig und seitdem ist die Zampagna in Markt Oberdorf. Mhm. Und wurde dort auch gespielt? Sie wurde auch zeitweise zum Teil mit anderen Instrumenten gespielt. Mit welchen Instrumenten wurde das zusammengespielt? Vermutlich mit verschiedenen Instrumenten, die in der Musikkapelle dort vorhanden Klarinette waren. Klarinette und ähnlich. Mhm. Also das heißt, Ihr Vater hat gelernt, dann das Instrument zu spielen? Ja. So ist es ja. Ah, ja. Er war, sein Lieblingsinstrument war allerdings die Klarinette. Okay, die gut. Hat er bis fast zu seinem Tod Aber als gespielt. Bläser war er auf jeden Fall irgendwie vorbereitet auf dieses Instrument und vielleicht schauen wir uns das zunächst mal an. Also eine Zampogna ist ein Dudelsack, wie man am Luftsack unschwer erkennen kann. Und dieser Luftsack wird mit einem Mundrohr gefüllt und dann ist die Luft in diesem Sack und strömt also aus auf die vier Pfeifen. Also das kann ich hier, glaube ich, besser zeigen. Wir haben nicht nur diese ganz lange Pfeife, deren Stürze jetzt auf dem Boden steht, die also wirklich mannshoch ist, sondern wir haben auch noch zwei kürzere Pfeifen. Eine Spielpfeife für die rechte Hand und zwei Bordunpfeifen. Eine ganz kurze Bordunpfeife und eine mittellange Bordunpfeife, diese hier. Die linke Hand des Spielers ist hier an der ganz langen Pfeife. Und wenn hier die Halterung auch zur Seite geht, dann kann ich auch hier den Dreifingergriff anwenden. Also ich habe drei und drei Finger jeweils auf jeder Seite. Hier haben wir auch noch eine Verlängerung für den vierten Finger. Und in der rechten Hand habe ich ein Doppelgriffloch für den vierten Finger. Also theoretisch könnte man auch die Griffweise umdrehen. Könnte man auch umdrehen. Also das Besondere ist auch, nicht wie beim schottischen Dudelsack, dass der Bordun der tiefste Ton ist, sondern hier sind tatsächlich die Spielpfeifen die tiefsten Töne. Und die sogenannten Bordunpfeifen sind hier in Oktaven gestimmt. Also nicht wie beim schottischen Dudelsack, dass der zweite Bordun eine Quinte ist, sondern tatsächlich in Oktaven. Und diese Instrumente sind faszinierend. Der schottische Dudelsack hat auch nur eine Melodiepfeife sozusagen und hier die zwei. Sie können hier tatsächlich zweistimmig spielen. Sie können hier fugierte Musik machen. Sie können also Tarantella-Musik in höchster Virtuosität spielen. Also die Spieler damals waren schon herausgefordert, hier schöne Musik zu machen. Und auch heute gibt es dieses Instrument noch in Verwendung. Also nicht mehr als Hirteninstrument, wie das vielleicht ursprünglich war, sondern es wird zu Weihnachten im ländlichen Gebiet dann tatsächlich auch in der Kirche gespielt.
Und man kann also gut sehen, dass das Instrument schon einiges mitgemacht hat. Mhm. Mindestens die Metallstürze und die unteren Teile waren farbig gefasst. Mhm. Reste der blauen Farbfassung sehen Sie ja auch noch. Die oberen Teile waren wahrscheinlich nur gebeizt. Ich gehe davon aus, dass der Luftsack und das Mundrohr ersetzt ist und dass das aus dem 20. Jahrhundert stammt. So ist es ja. Also das ist ein Musikinstrument, das wirklich schon allerhand erlebt hat. Also es ist die größte Samponia, die ich jemals gesehen habe, kann man schon sagen. Mhm. Also die anderen sind so ein Meter 20 lang, aber in dieser Größe, ich kenne das aus keinem Museum, aus keiner Sammlung in dieser Größe, in dieser Länge. Und das, denke ich, macht auch das Besondere bei Ihrem Instrument aus. Ja. Also es ist ein absolutes Sammlerinstrument. Es ist tatsächlich museumswürdig, dieses Instrument. Mhm. Und wenn es nicht mehr bei Ihnen im Gebrauch sein sollte und auch perspektivisch da keine italienisch-bayerische Volksmusik mit gemacht wird, dann wäre das tatsächlich ein Objekt, was in einem bedeutenden Museum einen Platz finden könnte. Der Wert, ich meine, es wird nicht gehandelt so etwas. Deswegen ist der Wert ganz schwierig zu bestimmen. Liebhaberwert. Es ist wirklich ein absoluter Ausstellungssammlerwert, den Sie dafür geltend machen können. Und jeder, was veranschlagen Sie? Was veranschlagen Sie als Liebhaberwert? Das ist unverkäuflich. Ein Sammler, der solche Dudelsäcke sammelt, der würde dann Ihnen sicher auch ein Geld anbieten. Mhm. Aber der kulturhistorische Wert ist weitaus höher. Selbst in Italien kenne ich keine Instrumente dieser Größe, die erhalten sind. Also wirklich was ganz Besonderes. Diese Volksmusikinstrumente wurden lange tradiert. Selbst wenn die jetzt 1850 erfunden wurden oder erstmals gebaut, kann sein, dass die noch 1900 genauso gebaut wurden wie 1850. Okay. Noch ein kleiner Schlusspunkt, Sie hat bisher keinen Ton von sich gegeben. Als ich sie heute früh ins Auto verpackte, kam ich auf den Luftsack und sie hat da genäht. Stieß sie ein missbilligendes aus. Sehr schön. Ein wunderbarer Schluss. Wir danken Ihnen herzlich, dass Sie uns das Instrument gebracht haben. Vielen Dank fürs Kommen. Danke schön. Dankeschön.